Howdy miteinander! So, take over! JJ, Chapo, Deathrox, vielen lieben Dank! Willkommen! Erstmal strecken hier in jede Richtung! Grüß dich, Agito, es gibt bei dir, Chefe. Oder ist die Nafiri ist da? Schluck auf? Nee, das war ein Murloc-Schrei, sollte das sein. War das kein authentischer Murloc-Schrei? Tatsächlich, was pickt man gegen Nafiri? Was pickt man gegen die? Was ist gut gegen die? Was wollen wir hier haben? Die Gegner haben sehr viel Early Game. Wir sollten nicht zu sehr scalen. Was mit Ahri vielleicht? Wir dürfen nicht zu viel scalen, Leute. Vielleicht Midlane Full AP Gragas. Ich glaube, Full AP Gragas ist es. Also wir dürfen nicht zu lang scalen, weil ansonsten ist hier Game Over Engel. Wir müssen früh Akzente setzen hier, Zemisa, ja. Ich glaube, mittlerweile könnte man vielleicht sogar hierfür spielen, by the way. Ich glaube, mittlerweile musst du nicht mehr. Also, Burst Gragas ist, glaube ich, legit jetzt. Keine Mine heute? Doch, doch. Also, ist schon der Plan. Ist schon der Plan, heute noch in die Mine zu gehen. Darkwing Pock und Flyer Knight. Vielen lieben Dank. Ihr habt gerade schon ein bisschen in der Mine. Ich versuche gerade, diese blöden Tasks wegzumachen, damit ihr das nicht mitkriegen müsst. Und versuche gerade, mein Equipment zu enchanten. Und das dauert ewig. Ich habe jetzt ein bisschen mit Veni geredet und der verkauft im Shopping District Emeralds. Und jetzt kann ich, also jetzt muss ich immer Diamanten suchen und dann kann ich mir Emerald bei Veni kaufen. Und dann kann ich mein Equipment langsam verbessern. Aber das dauert ewig. Wildbane und Chimeon, willkommen. Und dann irgendwann muss ich auch noch so Totems muss ich auch noch kaufen. Also erstmal brauchen wir eine Menge Diamanten brauchen wir jetzt, damit ich Emeralds kaufen kann. Ja, wir gehen ja direkt für den Welt, I like it. Oh, es ist Midlane, Renekton und Nafiriti, top. Das ist eigentlich auch nicht so bad für uns. Vielleicht sogar besser. Das ist so risky, wenn die könnten da stacken. Ah! Stell euch vor, der Blitzking wäre da vorne an der Kante gewesen. Hui. Ah, Högi! Vielen lieben Dank dir für die 10. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz viel Spaß im Stream, wünsche ich. Hast du Gefühl, die Bücher bei den Villagern zu suchen? Geht zehnmal schneller als Random Enchants? Ja, ich hab ja auch. Also ich mache das über Villager, aber die kosten so viel Emeralds. Es gibt ein Buch, das heißt irgendwie Efficiency 5. Da zahle ich für jede Version, zahle ich irgendwie 60 Emeralds. Und für 60 Emeralds brauche ich eine Stunde ungefähr über Stick Trades. Max E, meinst du, Elias? Dann können wir das mal ausprobieren. Das ist eine coole Idee. Du kannst den Preis auf 1 runter reduzieren. Ja, aber das geht nur mit irgendwie so einem Trick mit Zombifizieren und so. Mate, ich bin doch ein Anfänger. Das kriege ich nicht hin. Man kann eine Raid-Farm bauen. Ja, die werde ich bauen. Versuchen. Die werde ich bauen versuchen. Das wird mein erstes großes Projekt in Dings. In Minecraft. Wird eine Raid-Farm sein. Da habe ich mich jetzt festgelegt drauf. Das erste große Projekt. Weil die wirkt so broken, die Raid-Farm, finde ich. Weil, also die gibt dir nicht nur unendliche Erfahrung, die gibt dir auch noch Totems und Emeralds. Like, das ist einfach so overtuned. Aeroplay. Oh! Trades sind so gut, aber die Last Hits sind so bad.
Das ist good shit, Boys. So. Vielleicht sollte ich wirklich mal E-Max wieder probieren. Meint ihr, E-Max kann gut sein wieder auf Gragas? Vielleicht hätte ich das echt. Vielleicht sollte man das mal austesten, diese Runde. Geilen Pinsel hast du da gefunden. Ey, heute war es sehr, sehr schön. Bis jetzt war der Tag echt cool. Ich habe einfach, ich habe super viel in Korea mir angeguckt, bin rumgelaufen, war gut essen. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Minecraft für mich gespielt, bisschen Emeralds gefarmt. Wieder ein Stück Equipment fertiggestellt. Und jetzt gibt's schön League. Bis jetzt, und jetzt kommt die Solo Queue. Ja, die Solo Queue kann mich auch nicht mehr schocken jetzt. Wir holen uns jetzt die Wins hier, Boys. Die Wins holen wir uns. Fucking go. Die Birne. Ja, das war nicht so cool. Der Start vom Tag war nicht so cool. Aber ich hab mir, also ich hab mir richtig böse den Kopf angestoßen. Mir hat's erstmal hingehauen auf den Boden. Mir war so schwindelig, ey. Mir war so schwindelig. Ja, das ist anscheinend ein ziemlich dicken Schädel. Na, der hat dich zu Crafted geführt, Stegi. Ich muss ganz ehrlich sagen, Minecraft ist so ein richtiges Suchtspiel. Das macht richtig süchtig. Das ist voll geil, Okay. Nice. Ja, jetzt die letzten Tage in Korea. Na, ich hatte einen Mental Breakdown am Sonntag. Da wurde ich gebrochen. Und jetzt bin ich gerade nur so ein bisschen beim Daddeln, ja. Na, der hat da mit der Bomba gerechnet, ne? Ich probiere immer am Start des Tages so ein bisschen mit dem Climb anzuspielen. Show ya! Hey Nova, hast du Angst, dass du Zuschauer verlierst, weil du so viel schlechter geworden bist? Also ich fühle mich persönlich jetzt noch nicht so viel schlechter. Also ich meine, offensichtlich war jetzt die Korea-Reise nicht so gut und ich habe hier sehr gestruggelt. Aber ich finde es jetzt, also ich meine, so eine kleine Downphase von einem, vor 1,5 Monaten war ich Challenger, vor 2 Monaten war ich Challenger in Korea. Ich bin jetzt nicht so super besorgt initial. Natürlich muss man schauen, wie es weitergeht und ob ich wieder mein Level verbessern kann. Aber ich habe nicht wirklich Angst, ne. Ich habe nicht wirklich Angst. Ja, hoffentlich, also ich keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Aber jetzt erstmal nicht so Angst, ne. Ja, und das hier. Ich mag den E-Max, der fühlt sich sehr, sehr gut an. Andere, da du mehr Variety machst. Ja gut, meine Community ist schon primär League-driven, ne? Aber Variety läuft bei mir mittlerweile auch sehr gut. Das ist was, also, das ist tatsächlich was, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich kann selbst mit Variety, mit relativ normalen Variety-Streams, kann ich hohe 4-stellige Zuschauerzahlen erreichen, was ziemlich verrückt ist, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich könnte tatsächlich in einen Fulltime-Variety-Streamer transition ohne Probleme.
das hier mal. Ist es nicht offensichtlich, dass Grün nicht bei Lopetia seinen Gimli genau countern? Ja, also ich meine, ich war ja, also ich war vor 2 Monaten hier und da habe ich Spielen Challenger geschafft, weißt du? Also von daher, das ist halt, warum jetzt genau dieser Trip so schlecht lief, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen, aber es ist natürlich, also. Das Korea ist natürlich immer schwer für mich, da hast du völlig recht. Weil natürlich hier sehr, sehr viel Early Game Fokus ist. Und weil das meine größte Schwäche ist, Early Game. Ich bin halt einfach nicht gut im Early Game, ne? Ich bin halt kein guter Laner. Da hast du natürlich recht, voll und ganz. I got that hippie hippie shake. Ich frage mich immer, was ist der hippie hippie shake? Ein Tanzmove? Nee, weil, also, ich meine, die große Frage, ne, die da underlying ist, ist natürlich, meinen die damit halt, also, wie sagt man das jetzt? Hippies nehmen ja gerne mal gewisse Substanzen zu sich. If you catch my drift. Und ist das, ist, meinen sie das damit? Okay. Also geht's da praktisch um Drogen? Ich muss ehrlich sagen, ich schaue dir lieber bei Variety zu als bei Lega. Hey, das freut mich sehr zu hören. Ich meine, ich werde nach wie vor, also aktuell bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich, also jetzt League aufhören würde oder so. Ich meine, das ist immer noch mein Main Game. Das ist immer noch das Spiel, das ich liebe. So. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man auch was anderes streamen kann und die Leute einem trotzdem zuschauen und trotzdem Lust an seinem Content haben. Das ist schon ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl. Muss ich ehrlich sagen, also sehr, sehr beruhigend. Come on. So tanky, der ist einfach full MR-Tank. Bruder, wir haben einen Rengar im Team. Was ist denn bei dir los, ey? Ich bin die einzige AP. Na gut, Kaiser später, ne? Nehme ich an. Aber die geht actually AD. Wollen denn die geht Stormraiser? Stormraiser ist nicht AD, ne? Stormraiser ist actually AP-Bild. Warum baut der full MR-Tank? Gut Job, schreiben, let's go. Aktuell, was mir am. Also, mir ist schon wichtig, dass ich Challenger wieder erreiche. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist hoch auf meiner Prioritätsliste. Das brauche ich einfach, um es mir selber zu beweisen, jetzt nach dem Korea-Trip bisher. Das heißt, wenn ich jetzt nach EU zurückkomme, wird das meine oberste Prio sein. Ganz klar. Fuck. Boah, der war so low, der Renekton, please. Ah, nee, der ist nicht low genug, ne? Ich meine, der hat Full MR. Oh, schön gemacht, ey. Zum Tod. Aber schön gemacht initial. So, jetzt hier einmal kurz für die Dings holen. Neandries. Spannendes Game auf jeden Fall. Wir sind ein Stück behind. Wir sind Jungle, sind wir ordentlich behind.
Wir sind mitten ein Stück behind. Wir sind Toplane jetzt ahead. Ja, jetzt setzen wir einmal wieder los hier. Come on, we'll win. The mighty. Come on, we win. Die Talia ist das Hauptproblem, ja. Talia ist auch sehr, sehr bitter als Gragas, ne, offensichtlich, weil jedes Mal, wenn ihr halt dasht, stunt sie euch. Macht eine Million Damage. Aber die Midlane läuft sehr, also das Matchup läuft echt gut, also das einzige Problem für uns ist halt immer die Talia All-Ins. Nice, gut gebaitet, den Boy. Jetzt ist einfach um die Runde gelaufen, das Schweinchen. Wenn denn mit Shit kriege? Ich könnte euch hinter die Bot porten. Was haltet ihr von dem Plan? Switch. Wow. Ihr habt das nicht getroffen. Anna, was denn? Wie hat er nicht? Hat er geflasht? Wie hat er nicht getroffen? Okay. Guter Hook, Bro. Das Ding ging mal nicht so wild an. Fuck. Ist die strong, die scheiß Talia, eh? Die ist damit der Flat. Hier, please, sag mir, du kommst an die ran. Ja! Ja, der Mensch ist aber auch nicht schlecht, du. Der ist aber auch nicht schlecht. Der ist aber auch gar nicht mal so schlecht, der Ringer, der Mensch. Spannend, ey. Ich weiß nicht, was ich hier kaufen soll, langfristig. Ich hätte jetzt Horizon gesagt. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Ability Haste. Du hast aber auch viel Damage. Und dann Sonjas und dann Rubber Volt wahrscheinlich. Hänger die Pflanzen mitnehmen können. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Du rechnest halt nicht damit. Du hast natürlich recht und das wäre auch das richtige Play gewesen. Aber das ist, manchmal ist halt immer so schwer zu machen, weil du einfach halt nicht mit dem Luschen rechnest, der da reindasht und plötzlich dir das Culling am Kopf wirft. Ja. Kommen wir heute bis K? Ich habe keine Ahnung, wie weit wir heute mit allem kommen, was wir vorhaben. Wir spielen einfach mal, würde ich sagen. Machen wir uns einen schönen Abend. Schauen wir, was passiert. Ein Riesenproblem, das wir auf jeden Fall haben, ist jetzt hier auf der Sideline. Was, wenn die Talia um die Ecke läuft? Oh, die hat den Weg genommen. Hey, Carrion. Ich glaube, wohin können wir den, oder? Oh!
Das ist ein bisschen peinlich, jetzt muss ich sagen. Ich bin wahrscheinlich tot, ne? Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Nice. Das sieht sehr gut aus hier. Oh, da sind. Ah! Spannend, ne? Nice. Ohoho, Korean Aatrox, Baby. Da ist er, der Korean Aatrox. Das ist immer so geil, ey. Nein, Wupsi-Moment. Ja, ich weiß nicht, wie ich dann Eda verfehlt habe. Es ist eigentlich, ist Kragas ist doch so ein Fettsack. Wie kann er denn da vorbeisliden, die Sau, ey? Manchmal, also. Warum kann denn das E von Kragas nicht dieselbe Hitbox haben wie die Nautilus-Kus, oder? Das wäre doch nur fair. Okay. Schauen wir mal her. Einfach rein. Jetzt kann's dann. Ich kann wegboarden. Was für ein awkward Teleport, Mann. Was ein awkward Teleport, ey. Ach, wie schön. So. Man wechselt noch über die Champions. Nee, also jetzt gerade sind wir noch beim Tryhard-Teil des Streams. Soll ich das, kann ich das irgendwie... Ist halt, denkt ihr, das ist unverständlich aus dem Titel? Oh mein Gott. Oh no. Yep. Nice. Er ist in der Mitte. So. 5-5. Play Team. Das für Ryan. Das heißt, nächstes würde ich sagen, geben wir Sonias. Und dann Rubber Void ist ja der Plan. Das kam gerade, glaube ich, falsch rüber, aber ich halte dich für einen Sensei, ist so schwer, Text zu fassen, was ich meinte. Sorry, Fridolin, welche Nachricht war von dir? Sorry, ich hab's schon wieder vergessen. So. Was ist das? Dann gehen wir hier noch rüber. Ich glaube, wenn es bei S soweit ist, den Ape-Shako. Das ist die einzige Art von Shako, die ich spielen würde, ist Ape-Shako. Hey, das hat mich gekillt. Oh, Nafiri bläht, ne? Scheiße, das war mein Flash und das ist Dings ist auch noch. Und der stirbt wahrscheinlich auch noch, ne? Ich weiß nicht, ob der stirbt. Ja,
stimmt nicht. Nice. Oh mein Gott, let's go. Noch ein chunky Kill hinten raus. 5-5 schreiben wir. Danke dir, Blade. Das klingt um einiges besser. Aber am besten ist halt auch noch den Score dabei zu haben, ne? Achso, ja, nee, das, achso, das ist als Challenge sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ah, die Mods mal wieder. So lobe ich mir das. Weiß immer noch nicht, was genau Firi genau macht. Hm? Also, ihre Passive ist da ihr Wolfsrudel, das sie um sich rum hat. Dann hat sie ihr Q, das kann sie zweimal werfen. Ja, das macht Damage in der Linie, geht doch alles durch. Wenn das zweite connected, macht's Bleed. Und ich glaube, sie heilt sich auch ein bisschen oder so, ne? Ihr W ist dieser Charge. Da kann sie sich dazwischen stellen und den blocken. Ansonsten hüpft sie wohin und macht eine Menge Damage. Ihr E ist dieser kleine Dash nach vorne und er heilt ihr Wolfspack. Oh, Mr. Hardrox. Wir müssen nur einmal die Talia catchen. Die ist das Problem. Ich spiele das Game ihres Lebens, ja. Hey, warum würdest du jemals ulten für den? Was? Und warum gehen wir den jetzt da oben wieder rein? Bros! Boy, why? Sehr. Nee. Oh. Schon wieder so ein typisches Super-Duper-Fiesta-Game, habe ich das Gefühl. Wie stark bin ich? Wenn jetzt die Naphiri hier kommt, kann ich die killen? Der Stun kam leider noch. Also ich dachte nicht, dass es weh mich trifft, ist ja. Ansonsten hätte ich, wenn ich das davor schon gesonniast hätte, wäre gut gewesen. Die Talia, das ist so. Jungle ist schon cool hier in Korea. Die läuft einfach rum und alle sind dumm. Ich auch. Sind einfach alle dumm. Jeder wird permanent gecatcht. Die Talia läuft einfach über die Map. Die hat jetzt den Atros gekillt, dann den Rengar gekillt, dann hat sie mich gekillt. So, wer kommt als nächstes? Das hat sie gut gemacht. Das war der Sweeper hat sie da gecarried tatsächlich, ja. Der Sweeper war das Wichtige. Weil mit dem Sweeper hat sie gesehen, dass mein Barrel im Busch liegt und hat direkt ihre Combo anfangen können. Das war der Carry da, der Schwepper. Drake ist in 2. Wir haben jetzt unseren gesamten Nash geworfen, oder? Mit der Action. Ich würde halt so gerne noch besonders kurz warten. Das hätte ich so gerne noch. So kurz. Ich brauche nur die eine Wave, dann gehe ich basen und dann habe ich TP. Muss einmal nur ganz kurz nicht reingehen. Okay, ist leider nicht drin, ich komme. Ich finde, ihr solltet ihr sterben, ne? Wir gewinnen. Fighting! Fighting! Hoppa! Du denkst, du kommst weg, aber da sage ich nur hoppa! Chuggy! Chachi! Samina! Twitch it! So und nicht anders! Ja, können wir noch weitermachen. Eine Menge Cash bekommen da gerade. Der Renekton ist super tanky für mich, aber der Rest ist echt squishy, ne? Was hat zu greedy? Hat die Talinka Ult? Wow, what? Nein! Wo kam denn die Navi? Die ist hinter mich tippiert, ne? Die Naphiri. Die muss hinter mich tippiert sein irgendwo.
Die können hier trappen, in dem Busch. Die wird da kommen und dann kann sie killen. Der Artox braucht noch... Ah ne, die dachte ich mal Nash einfach. Guys, die ist beim Drake. Die machen einfach den Drake. Okay, 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 okay. Mit ein Gott, der Fiesta-Game. Uiuiui, was ein legendärer Start, ja. Ne, die Naafiri, die macht so viel Damage. Dieser Champion da. Die wird im nächsten Patch auch genervt, sogar, habe ich gesehen. I'm a believer. Oh nein, wir sind wieder drin. Oh no. Wie hat das nicht getroffen? Hä? Da wäre actually game-winning play gewesen, ne? Wenn ich sie da aus der Dings interrupted. Ich verstehe nicht, wie das nicht gehittet hat. Ich verstehe legit nicht, wie das nicht gehittet hat. The fuck? Oh, das wäre game-winning gewesen. Das ist so bitter, Mann. Da war wohl noch ein Wort. Ja. Ah, der Carry hat auch probiert zu split-pushen gerade. Das ist so eine coole Fiesta, das Game. Einfach null Struktur mal wieder. Es ist so cool in Korea, jedes Game. Das war sehr, sehr komisch, ja. Das, also ich finde, das war wirklich komisch, dass mein Spell da nicht geklappt hat. Ich meine, da will jetzt wieder jemand Boosted schreiben und so, aber also ich verstehe nicht, wie mein E nicht getroffen hat da. Das war komplett drauf. Ja, Mate, was ist Game? End? Game, komm, komm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du es nicht so ernst nimmst, ist das schon lustig zu spielen. Like, es wurde jetzt einfach die ganze Zeit mit Scheiße hin und her geworfen. Beide Teams, wir sind wie so zwei Affen mit einem großen Eimer Scheiße. Und wir haben uns jetzt einfach die ganze Zeit gegenseitig abgeworfen. Na, greif nicht gestern schon. Wir sind noch nicht beim A bis Z. Das ist jetzt noch der Tryhard-Teil, ist das noch. Das ist hier Solo-Queue gerade. Okay, wen honor wir denn hier? Wer denn am besten gefiestert? Wahrscheinlich der Blitzcrank, oder? Der wäre schon ein bisschen der Fiesta-König. Halt das Gefühl. Der ist schon ein bisschen der Fiesta-König. Hast du gerade Reaktor in die Kaiser? Nee, ich habe ihn von der Kaiser weggeultet. Praktisch, der hat die Kaiser da oben gehauen und ich habe die Ulti auf ihn geworfen. Die hat nicht optimal getroffen, aber sie hat ihn leicht versetzt geschoben.
Nee, danke an Pepone Kampfsalami. Willkommen. Dachte eher, warum das Genre hier läuft. Was ist das? Das ist Oldschool Rock, oder nicht? Oder Oldschool Swing oder so? Oh, Baby! Der Streamer Nightblue macht eine A bis Z-Change, aber der spielt nur Jungle. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe alles Mitte gespielt. Also auch Sona Mitte und so, Raka Mitte und so. Ich meine, A bis Z-Challenges, da wurde schon alles mitgemacht. Das ist auch nichts Neues. Das ist aber ein sehr cooles Format, weil das so viel Varianz reinbringt und weil jeder Zuschauer mal den Champion, den er gerne sieht oder den er spielt oder den er maint, mal sieht in den Händen von seinem Streamer. Weil du spielst halt so viele Designs, mit denen du sonst nie konfrontiert wirst. Ist es normal, dass Werbung im Stream kommt? Die Werbung vor dem Stream ist normal, ja. Ansonsten solltest du keine Werbung haben bei mir. Es gibt ab und zu gibt's diese Werbung, die so ein Banner irgendwo anzeigt. Die ist leider mittlerweile auch nicht umgehbar. Aber mein Kanal hat die niedrigstmöglichen Werbeeinstellungen. Also weniger geht nicht. So, nehmen wir mal Aatrox raus, oder? Ich finde Aatrox immer sehr scary hier. Ich fand Galio gestern gar nicht mal so schlecht, wie du gesagt hast. Ich auch nicht, Mo. Ja, du hast völlig recht. Der hat sich nicht so schlecht angefühlt. Du hast völlig recht. Danke an Samuno, the Goat. Willkommen. Dann habe ich ja keinen Prime an dir verschwendet. Nein, du bist hier goldrichtig mit deiner Prime-Subscription. Ist das Ziel nicht mehr Challenger? Nee, das ist unrealistisch. Ich hatte jetzt am Sonntag, wurde ich gebrochen in Korea. Ich habe mich die ganze letzte Woche eingesperrt, habe 12 Stunden jeden Tag, also über 10 Stunden jeden Tag League gespielt, habe jeden Tag leicht Plus gemacht. Dann habe ich am Sonntag den Stream angemacht. Wurde 4-mal in Folge nach 5 Minuten geintet. Also die haben einfach nach 5 Minuten vor Fade geschrieben, geöffnet, einfach AFK gegangen. So. Das heißt, dann war der gesamte Progress, den ich gemacht habe, war dann weg. Dann habe ich mein Herzblut rausgespielt im 5. Game, habe das nach 40 Minuten verloren und dann war ich fertig mit Korea. Dann war ich fertig, ey. Das war dann zu viel. Ey, Grell, danke dir für die 16. Jektor, Sokaba, Fridolin. Willkommen, Leute. Willkommen. Und dann haben wir noch den Sadboy Peep. Einen traumhaften wünsche ich Ihnen, werter Sadboy. So, die Last Picken Top. Ich würde natürlich gerne den Jeppe spielen, aber der ist sehr anfällig. Das heißt, wir könnten auch Jace weiter practicen probieren. Ich liebe Jace. Ich kann ihn bloß nicht. Also spielen wir Jace. Ist nur schlecht, wenn die sowas wie Irelia oder sowas spielen. Das ist nicht so gut. Nee, danke auch an Todesin. Wird es ein EOS-Challenger-Climb gehen? Na klaro. Der Wolibär, okay. Bin gespannt, wie das Matchup ist, ob das AP-Wolibär ist. Also, wir dürfen auf jeden Fall nicht traden mit ihm. Wir müssen da smart sein und rauskiten. Ja. Oh shit, ich brauche noch Socken. Warte schnell. Ja, da bin ich doch schon wieder. Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in Deutschland bist? Auf jeden Fall meine Family. Klar. Und ansonsten deutsches Brot. Und EOS Solo Queue. Würde ich sagen. Ey, Seris, vielen lieben Dank. Moin, Freddy, ich sage eigentlich noch in Korea. Der fliegt jetzt eine Woche früher. Also der fliegt jetzt heute. Heute fliegt der, ja. Der ist auch durch seit Sonntag. Der will nicht mehr. Der hat keine Lust mehr. Der will nach Hause. So. Ist Brot in Korea anders? Ja, Brot in Korea ist sehr süß. Da ist praktisch eine Menge Zucker einfach drauf. Danke an... Oh mein Gott! Vielen lieben Dank für den Support. Wie ist Korea sonst? Oh, super schön. Übermorgen Umzug, Karma, ihr zwei habt das. Stark sein. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ne? Ich hoffe, ihr habt was Schönes gefunden. Lasst es euch gut gehen. Nochmal Glückwunsch, ne, an die Lea.
Sehr, sehr cool, dass jetzt geklappt hat. Ach, danke dir, Capitano. Freut mich sehr. Wie lange bist du noch in Korea? Ich bin noch eine Woche da. Ich nehme noch das World's Final mit, weil ich da Tickets für bekommen habe von Mastercard. Ja, die haben mir da Tickets gegeben. Und die haben auch davor, ich darf so zu so einem richtig fancy Korean Barbecue, darf ich gehen. Also so richtig fancy. Das ist so richtig, das ist so das Korean Barbecue in Korea. Wo du halt, also da gehen normalerweise so Stars und Sternchen hin, ne? So BTS-Sänger und so. Da sehe ich mich. Vielleicht kommt Faker um die Ecke, ne? Man kann träumen, man kann träumen. Sehr. Danke, Mastercard. Ja. Gehst wieder den Mastercard Gold. Wie heißt das? Dieser Sound ist immer. Also. Der Sound ist immer wild, ne? Ich nenne es jetzt mal wild. Danke an Ben für den Support. Willkommen. Meinst du, Fotos mit Faker sind im Dezember realistisch? Nee, aber ich habe ja jetzt, also ich war ja immer im Austausch mit Red Bull. Es gibt jetzt noch 400 Tickets und dafür gibt es eine Wishlist, eine Waitinglist. Das heißt, es können noch ein paar Leute random Tickets bekommen für das Red Bull Event. Die haben jetzt noch so einen kleinen Extra-Raum praktisch freigeschalten und jetzt gibt es 400 Tickets mehr. Der Mastercard Economy Snapshot, ganz genau. Oh, nicht Graves. Ja, oh, wie Lost Guys. Aber ich glaube, Fotos mit Faker sind nicht besonders realistisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass der welche macht. Nachdem du die letzte Woche dreimal am Tag Korean Barbecue gegessen hast, ich war lang nicht mehr Korean Barbecue essen, tatsächlich. Ich glaube, das letzte Mal Korean Barbecue essen war ich irgendwie irgendwann letzte Woche. Ich glaube, insgesamt war ich nur viermal oder so Korean Barbecue. Weil früher sind ja immer Agurin, Tolkien und ich gegangen und ich hatte hier keinen Korean Barbecue Buddy. Dieses Mal. Und wenn du keinen Korean Barbecue Buddy hast, ist halt super schwierig dann. Was nehmen wir jetzt hier? Wir brauchen wahrscheinlich Frontline, ne? Malphite ist aber nicht gut. Wir bräuchten AD Frontline. Blind Pick AD Frontline. Ich meine, wenn man Jax könnte, wahrscheinlich, ne? Da kann ich halt nicht. Ich glaube, es wäre sehr int, wenn ich jetzt Jax gehen würde. Ich gehe jetzt einfach Gangplank. Unser Draft sieht so beschissen aus. Aber das ist in Korea zum Glück völlig egal, wie dein Draft aussieht. Hoffe, ich seid nicht Graves Top, aber da wäre sehr ärgerlich. Catch us if you can. Malphite. Das ist immer so eklig, ne? Mit wem bist du denn jetzt noch die Basis am Chillen Korea, wenn keiner mehr da ist? Also aktuell gehe ich immer alleine tatsächlich los. Ich hatte ja jetzt am Sonntag diesen kleinen Mental Breakdown und jetzt brauche ich gerade sehr viel Zeit für mich, wo ich einfach nur so rumlaufe und über mein Leben nachdenke. Was habe ich mir angetan mit Korea zum 20. Mal? Wo bin ich falsch abgebogen? Soll ich auch nach Hause fahren? Wieso wurdest du viermal hintereinander geintet? Ne, das ist in Korea, das ist, also in EU West hast du doch auch so Games, wo du praktisch gesoft-intet wirst und jemand, also das ist ja mittlerweile ganz normal geworden, dass halt ein gewisser Prozentsatz deiner Games, den wirst du einfach verlieren. Flashback, danke dir für die Tier 3, 79 Monate schon. Vielen, vielen lieben Dank dir. Schön, dass du nach all den Jahren immer noch mit dabei bist und vielen, vielen Dank dir für die großzügige Unterstützung. Lerne ich wirklich aus Fehlern? Ja, eine sehr gute Frage. Mental Breakdown in Bezug auf Videospiele ist irgendwie sad. Nee, aber also das ist halt, für mich ist ja League nicht nur ein Videospiel, weißt du? Für mich ist das ja mein Leben. Das ist meine Arbeit, das ist meine Passion, das ist ja nicht einfach nur daddeln, weißt du?
Ich glaube, so vereinfachen kannst du das nicht bei mir. Sind wirklich alle schon zurückgefahren? Nee, 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 nee. Die meisten sind noch da. Es sind nur Bröki, Tuni, Kani und Jani sind zurückgefahren. Und meine Geschwister. Also der Max und die Marisa sind auch zurückgefahren. Und sonst sind alle noch da. Ja, trotzdem schade, wünsche ich keinem sowas. Ja, aber das ist doch, in jedem anderen Feld ist es doch dasselbe, oder nicht? Das ist halt, wenn das dein Job ist, dann, oder dein Leben ist, dann offensichtlich, sonst wäre es ja auch schlimm. Wenn du nicht emotional wärst und dir das alles egal wäre, dann hast du ein richtiges Problem. Weil dann hast du ja keinen Spaß mehr, dann hast du ja keine Passion mehr an dem, was du machst, weißt du? Also ich finde das viel, viel schlimmer, wenn mir das egal wäre. Eine Menge Damage gerade. Ne. Bin tot, ne? Komm ich weit genug weg? Es gibt's doch nicht. Level 2 Cheese Gang. Na, but warum? Oh mein Gott. Schau ihn her. Ich habe leider währenddessen die komplette Wave verloren. Das heißt, für uns ist das gar nicht gut gewesen. What we take those. Nee. I came for you. Hast du jemanden, der deine Accounts in EOS verspielt, damit du nicht bis Platin decayst? Ich glaube nicht, dass ich so schnell nach Platin decayen kann. Ich glaube, ich kann maximal bis irgendwo Diamond 1 fallen. Und dann bin ich ja wieder nah. Wenn du jetzt jemanden auf meinen Account spielen sehen würdest, dann würde ich die Terms of Service brechen und würde richtig Ärger mit Riot kriegen. Das ist im höchsten Maße illegal. Ja, da will ich richtig Ärger kriegen. Okay, das Game sieht schwer aus. Zum Glück haben wir ja einen guten Draft. Oh, wait. We don't. Gehen wir mal zurück verschieben. Danke an Handwerker Werfer LOL. Willkommen. Warum ist meine Leblanc da? Muss Mitte Leblanc. Ja, tatsächlich, genau. So hat Brüki früher seinen Zugang zum League-Partner-Programm verloren. Wegen Account-Sharing damals, ja. Nice. Schade, dass ich nicht 6 bin. Das unten sieht sehr tasty aus auf der Minimap. Yep. Wow, ein Graves, der wohl mit Nein macht. Das ist ja mal wieder ganz was Neues. Okay. Komm her!
Rest wird wieder hier sein, befürchte ich. Ansonsten könnten wir jetzt Pressure nochmal. Der wird den ersten Busch warden. Und den zweiten Busch wird er nicht checken. Und dann können wir schauen. Und er geht einfach resetten, ne? Sieben am Start. Okay. Also, wir sind top, sind wir actually sogar gut dabei. Wir sind Jungle gut behind, wir sind Mitte behind und wir sind Bullet behind. Der Minecraft Nico mit dem Powerplay in der Mitte. Nice. Ja, der disrespektet meine Bubble-Kombos so und kriegt jedes Mal ins Gesicht, ja. Die Pflanze genommen. Just what to do. Ich habe Angst, dass er mich anultet. Weiß nicht, ob der. Bin ich tot, wenn er mich ultet? Das ist echt nicht. Der macht schon sehr viel initialen Damage. Das ist sick, wenn er den unten kriegen würde, aber die wird einfach executen, oder? Das wäre eine wichtige Ulti. Das ist ein riesen Shutdown, das sind 2 Kills wäre der wert. Leider noch 6 Sekunden. Leider reicht's nicht, weil sie ihr Shield noch hält, ne? Zurück. Hat sie genug Mana fürs Schild gehabt? Ja, ja, hatte sie. Hatte sie leider. Die Ulti von GP, also die ganz am Anfang, die erste, die macht fast keinen Damage. Deswegen müsst ihr immer sehr, sehr vorsichtig sein da. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, wirklich mal. Hätte viel. Drittes Sparrow. Ja, die Barrel Combos sind immer so awkward, ne? Das ist so awkward, Mann. Na, da ist die Top Wave auch sehr schlecht, aber es ist besser, glaube ich, den Herald da zu securen. Er ist so viel Gold wert. Nice, wow. Job unten.
Melfight ist in Mitte, Vorsicht. Ich push oben rein, das ist actually huge. Aufpassen, dass er mich nicht untertötet. Actually, ich hätte wahrscheinlich für die Platte gehen können, wenn ich durchgezogen hätte. Das ist ein bisschen risky. Wir kommen sehr, sehr gut in das Game rein, oder? Huge. Welche dived? Wird die Platte gejoinkt? Kostet sie wir eh überhaupt Mana? Sie wir eh kostet kein Mana, aber wir haben ja gerade von Any E gesprochen und Any E kostet Mana, ja. Drake genommen, das heißt, ich kann ihn reinpushen. Er hat auch noch kein TP, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir kamen jetzt tatsächlich circa 40 Sekunden alleine mit dem Turret, wenn die Annie nicht hochmoved. Die ist gerade unten am Schauen. Das heißt, wir haben jetzt hier richtig schöne Quality Time, der Turret und ich. Oh ja. Du und ich, Turret. Wäre sehr viel besser gewesen, wenn er in der Mitte geheritet hätte, weil der Top-Tier ist eh free halt. Also ich weiß nicht, was das soll. Aber so sind sie, die Jungle Mains, ne? Charge-Charges, jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier zweiter? Ne, den können wir nicht nehmen, weil dann ist der Melfort ja schon wieder da, weißt. That's fine, it's fine. We're good. Bin so gut im Saft, Bei sowas hätte man vielleicht auch ulten können. Die, also jetzt gerade die letzte 2 Minuten oder so hat einfach alles auf der Map funktioniert. Unser Jhin hat unten Kills geholt, LeBlanc Kills, Gragas Kills, wir haben oben was bekommen, also sehr huge gerade. Kostet sie mir eh nicht wieder Mana? Ich glaube nicht, ne. Also nicht, dass ich wüsste, zumindest. Das war jetzt wieder sehr schlecht für uns. Der kommt nach oben, so wie es ausschaut. Wir könnten schon, ob wir aus dem Busch schießen können, auf ihn. Really? Ist aus Versehen in dem Moment gedasht. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich tot. Alter, ich hasse euch. Okay, nein. My bad, my bad. Also wirklich my bad, ne? Wirklich my bad. Okay. Wow. Der Ulten unten, ne? Oh mein Gott. Seit dieser Minute war jetzt wieder sehr schlecht für uns, muss man sagen. Das war jetzt eine sehr schlechte Minute. Das ist der Melfi, der geht für Fimble aus, so wie es aussieht. Mm-mm.
Wann maxe ich W mit Z? Ich glaube, das machst du nur in hoher Elo, wenn du den High Ability Ace Build spielst. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man das auch jetzt gerade noch macht, also was die Meta ist. Da müsstest du ein Z-OTP fragen, weil das ändert sich. Und jetzt wurde wieder was gechanged und genervt an Z. Dementsprechend kann es jetzt sein, dass man jetzt wieder E maxt. Du hast eine lange Zeit, dass du immer W gemaxt, weil halt die Mobilität sehr broken war. Aber jetzt nach den Changes, glaube ich, maxst du wieder E. Ich müsste sagen, Solabaka ist der beste GP-Spieler. Oh, Solabaka ist sehr krass auf GP, ja. Er ist wirklich, der ist sehr, 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 sehr krass. Also mechanisch, glaube ich, gibt es kaum einen besseren GP als Solabaka. Da. Tolkien ist auch ein guter GP-Spieler. Ah, das nicht. Also, Tolkien ist ein sehr guter Toplaner, aber der ist, sein GP ist nicht so gut mechanisch tatsächlich. Der ist einfach nur. Also, Tolkien ist halt ein exzellenter Toplaner, weißt du? Aber das ist kein Vergleich, also mit Solabakas GP. Ich glaube, ich darf nicht, ne? Der Grace könnte da im Busch sein. Nee. Wir nehmen einfach Navori. Der Drake wäre nice. Menge Damage gemacht. KP. Oh, holy shit, what? Schade. Was mit dem Drake? Darf, glaube ich, nicht weitergehen. Na, die können alle oben sein. Bist du nicht der beste GP auf EOS? Na, es gibt einen OTP, der heißt Klenk. Und dann gibt es halt noch ein paar LEC-Spieler, die sehr krass auf GP sind. Und auch ein paar von den National League-Spielern sind sehr krass auf GP mittlerweile. Die sind nicht mehr so washed wie früher auf dem Champion, weil der war jetzt eine relativ lange Zeit, war der ja auch Meta im Pro-Play. Und da musstest du den praktisch spielen können. Oh nein. Die AFK, die da reingelaufen ist, was? You're going. Okay, ja, das war auch sehr, sehr bad. If you're going. Wir sind jetzt Level 13 GP mit 2,5 Items. So. Zu dem Zeitpunkt sind wir echt stark. Wir sollten jetzt anfangen können, den Malphite zu killen. So troll aus, diese Szenario jedes Mal. Uiuiui. Ich geh jetzt einfach da unten, bin am Chillen. Ja, eine Frage: Sind Pros immer die Besten auf einem Champion? Das ist, kommt immer drauf an, meinst du mechanisch? Dann ist die Antwort sehr häufig nein. Also Top-Level-OTPs sind mechanisch in der Regel sehr viel besser als Pro-Player auf ihren Champions. Aber League of Legends ist nicht nur Mechanics. Das ist eine Sache, die viele Leute nicht realisieren. Mechanics sind nicht das Einzige, was einen guten Spieler ausmacht. Sondern Spielverständnis, Effizienz macht auch einen wahnsinnigen Unterschied langfristig. Hm.
So. 2 Sekunden hier unten. Wow, beautiful. Ich habe den hier ganzes Team gerade demolished. Wow. Wir haben gerade das gesamte Team gekillt. 2 insane Barrel-Kombos und Dings. Und die Ulti. God damn, boys. Das war beautiful. Oh, fucking beautiful. Wir waren 2 4-Mann Barrel-Kombos und die Ult davor. Nice. Schön, dass wir den nächsten Drake dann auch bekommen, ne? Nee. Ist wie beim Fußball, gute Spieler, ungleich gute Mannschaft. Ja. Es ist halt, also es sind halt Teamspiele. Eine Einzelperson alleine auf dem höchsten Level kann nicht so viel ausmachen, wenn ihm keine Möglichkeiten geboten werden. Na, noch nicht genug Damages. Ich sollte eigentlich weiter pushen hier oben, aber es ist ein bisschen risky. Können die direkt noch nehmen? Ich frage, wir sind Level 15 hier. Will ich jetzt Kollektore oder was will ich sonst haben? Das ist actually sehr, sehr scheiße, wenn die den Drake bekommen. Nicht zurückstorben, nicht zurückstorben, nicht zurückstorben. 15 ist mein TP. Ich glaube, wir gehen kollektieren, ja. Huch, wieder in Korea. Leute, als ich meinen Client auf Englisch gestellt habe, war ich immer noch in Korea tatsächlich. Ich habe da so viele Nachrichten. Nein, ich bin nicht von Korea nach Deutschland nach Korea. Das ist nicht, was ich gemacht habe. Ich war auch mit dem englischen Klienten noch in Korea. So, das hier schnell nehmen. Nicht, dass sie mal einen TP da brauchen für die Annie. Eigentlich müssen wir ja nur 5-5 und groupen. Und nicht, es darf niemand isoliert gecatcht werden, so wie ich hier gerade. Das ist Level 16. Okay. Kommst du aus der Zukunft? Ja. Ich komme aus der Zukunft. Und ich weiß alles über dein Leben. Willst du es wissen? Für nur 3,99 werfe ich für dich einen Blick in mein Orakel. Ich werde dir die Wahrheiten offenbaren. Dein Leben wird sich auf einen Schlag um 360 Grad ändern. 360 Grad. Oh.
난좀처럼 믿는 법이 없지. 용서는 절대 안 하고 말이야. 당했습니다. 강해져서 돌아온다. dann bist du doch wieder da, wo du warst. Ja, das war genau der Scherz. Das war doch genau das war der Scherz, ja. Come on, guys. Wenn sich dein Leben um 360 Grad ändert, dann ändert sich's überhaupt nicht. Das ist richtig. Das ist aber immer sehr schlecht, wenn man das erklären muss, finde ich. Das soll der Game sein. Ey, let's go, baby! We fucking did it, bruvs. Das ist ein Shutdown-Wert mit meinen 2-4 Sets. Hat das nicht Baerbock zu Putin gesagt? Was? Ich komme nicht zum Nexus. Ich kann den Nexus nicht hauen. Hey! Ich kann den Nexus nicht hauen. Was? Ne, Rak hat gerade probiert, ihn zu klauen, aber ich glaube mal nicht, ne? Lull. Wer soll als nächstes den nehmen? Mist. Nur kein Crit, mit 80% Crit-Chance nicht gekrittet, so eine Scheiße. Wir sollten jetzt Drake nehmen, End. Die kriegen super viel Farm halt die ganze Zeit. Das heißt, ich pot jetzt einfach und ab dafür, oder? Warum ist denn mein Chat jetzt schon wieder politisch? Ich bin doch ein Gaming-Kanal, Twitch-Chat. Warum seid ihr denn... Ist irgendwie gerade... Das ist in der Luft irgendwie. Die Leute versuchen die ganze Zeit hier politische Diskussionen anzustoßen mit mir. Ich bin ein Gaming-Kanal. Gaming! Nicht Politik. Scheiße, die kriegen so unendlich viel Farm jetzt. Vielleicht zu schnell gespielt. Oh, die LeBlanc hätte doch einfach den Nexus hüpfen können. Scheiße, Mann. Das Game sieht actually, das sieht gar nicht so geil aus. Wenn Graves und Sivir jetzt scalen. Sivir kriegt gerade endlos Scaling, kriegt die gerade. Das ist actually losable jetzt. Sehr, sehr losable sogar. Ich hätte noch mal ein Wort stellen sollen für einen TP später. Ja, es ist really losable. Die Sivir kann das Game komplett übernehmen gleich. Mm.
Lass uns darüber reden, ob du Politik oder Gaming machst. Ich will da nicht mit euch drüber reden. Ich entscheide das selber, was ich immer. Actually glaube ich, dass das Game sehr schwer ist jetzt. Sehr, sehr schwer. Ja, was ist da drin, bin, oder was? Will jetzt jemanden catchen und ein Ende machen? Ein schlechter Fight noch und wir verlieren das Game, zu mir sicher. Zu dem Zeitpunkt. Das war keine Demokratie, ne? Ich bin auch keine Ich bin auch keine Demokratie. Ich bin verdammt in den Twitch-Kanal. That's it, baby. Watch this triple barrel combo. Yes, we did it. Oh, wait, what? Endlich, ja. Aber viel zu schwer, der Game. DRXZZ. Die hat echt gut gespielt, Crazy, ne? Hattest du einen Penta in Korea? Ja. Ich glaube aber nur einen Inofficial Penta hatte ich. Ich hatte einen Inofficial Penta. Boah, diese Musik gerade ist schon sehr angenehm, oder? Gut gespielt, Mr. Politik for you, Sir. Bitchet. Ich bin kein Politikkanal. Yo. Gesehen, dass Spark gestern noch LOL gespielt hat? Ja, habe ich. Ich habe auch in den Craft Attack Discord mal vorsichtig meine Fühler ausgestreckt, wenn ich jetzt wieder da bin, in EOS, ob die Teilnehmer nicht vielleicht Lust hätten auf eine Win-Challenge oder League of Legends-Content auch zusätzlich. Weil so eine Win-Challenge, da könnte ich mich vielleicht mit Veni zusammentun, weil der, oder mit Stegi. Stegi macht so Parcours und so. Das heißt, du könntest irgendwie dir auch eine kreative eine kreative Minecraft-Win-Challenge könntest du auch mit reinkriegen. Eine neue Challenger geschafft? Ja, ich war sogar Super-Challenger, war ich sogar. Sehr... Können wir mal über Politik reden? Na klar, Leute. Als Erste, worüber ich mit euch heute sprechen will, ist was Einfaches, was Leichtes. Wir versuchen heute mal nicht so polarisierend zu sein wie sonst und starten mit der Situation in Israel, würde ich sagen. Reden ein bisschen über Hamas, ISIS, Zionisten und ja, so den generellen Vibe. Actually sollte man darüber keine Scherze machen, das ist eine absolute Tragedy. Lass das lieber sein. Lass uns lieber zurück zu League Content gehen. Actually sollte man da keine Scherze drüber. Das ist eine solche Tragödie da unten. Wir machen League of Legends Content. Was sagst du über den neuen Champ? Ist was geleakt worden zum neuen Champ? Der soll ja so ein bisschen sein wie Invoker. League of Legends Leaks. Schauen wir mal. League of Legends Leaks. Noch nichts, ne? Gibt's da schon irgendwas Neues dazu? Hawaii the Art Mage ist der nächste. Ja, hier, warte, kann ich euch zeigen. Das wurde schon geleakt. Wartet, ja. Das ist nur die Valorant-Werbung, die so laut ist. Oh ja. Hello! Ja. Hawaii the Ink Mage. Der wurde schon geleakt, dass der rauskommen soll. Und der soll also wahrscheinlich ein bisschen wie Invoker sein und soll die Möglichkeit haben, sich seine eigenen Spells zu craften in irgendeiner Art und Weise.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob der hier noch mehr dazu sagt. Nee, sonst jetzt nicht. Danke an Alex. Vielen, vielen lieben Dank dir, Alex, für die 10 Abonnements. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier im Stream. Ich wünsche euch einen traumhaften. Wir können auch das Jules Blizzard Video weiterschauen. Wir waren gestern bei Minute 24, 35 oder so waren wir gestern. Das können wir heute auch noch weiterschauen. Der Sammy, vielen lieben Dank. Der Cem soll ein Abklatsch von Sillas werden? Nee, da hörst du mir überhaupt zu. Wie findest du es, dass die meisten deutschen Menschen im Liegen schlafen? Für mich persönlich, also da muss ich ganz ehrlich sein, sind das absolute Loser. Wer nicht im Stehen schläft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Weil nur im Stehen wirst du stark. Und nur, also jeder Mann sollte im Stehen schlafen. Das ist auf jeden Fall klar. Also wenn du nicht im Stehen, du hast die Kontrolle verloren. Danke an Konrad und Kolan Gelli. Willkommen. Was, lol? Ja, das sollte ein Scherz sein, offensichtlich. Ich glaube, die Meta geht schon dazu, dass du im Liegen schläfst. Das ist die generelle Meta. Ich weiß gar nicht, könnte ein Mensch im Stehen schlafen? Ich weiß gar nicht, ob wir das könnten. Wir sind keine. Ich glaube, Kühe können im Stehen schlafen, oder? Ich glaube, Kühe können im Stehen schlafen. Ja, na, das Problem ist doch, wenn du versuchst, im Stehen zu schlafen, dass die menschliche Muskulatur sich doch entspannt und dann sackst du in dich zusammen und schläfst am Boden, oder nicht? Funktioniert das nicht so? Das kann man üben und trainieren. Und dann wäre meine Follow-up-Frage, warum würde man das üben und trainieren? Wär mein Follow-up? Okay, ich google das jetzt mal. Kann man im Stehen schlafen? Hier steht, kann man im Stehen sterben? Was? Warum ist das höchste Suchergebnis? Da suchen Leute den Schlüssel für die Immortalität. Einfach die ganze Zeit stehen, da überlebst du. Menschen können im Stehen nur kurz einnicken, weil im Schlaf unsere Körperspannung nachlässt. Damit sacken wir unwillkürlich zusammen. Das weckt uns in der Regel wieder auf. Eulen und Flamingos können im Stehen schlafen, Leute. Eulen und Flamingos. Also man kann nicht. Nee, nee, nee. So, was haben wir hier? Okay. Mein Onkel hat damals als Arzt nach einer 48 Stunden krank. Das ist schon sehr, sehr krank. Warum haben eigentlich Ärzte, die so unglaublich leistungs- und, also du musst halt sehr wach sein, du hast sehr viel Verantwortung, warum haben gerade solche Leute so lange Schichten? Warum ist das so? Das habe ich mich auch immer gefragt. Warum haben die so unglaublich abartige Schichten? Warum will man das machen? Naja, ich glaube, viele Leute haben schon die Ambition, anderen Menschen zu helfen. Ich meine, wie kannst du Menschen besser helfen, als wenn du sie wieder gesund machst?
und ihnen die Möglichkeit gibst, weiterzuleben oder schmerzfrei zu leben. Danke an Oris für den Support auch. Schön, dass sie dabei sind, Aris. Naja, sind nicht hier im Chat einige Ärzte? Naja, so oft, wenn ich mit irgendeinem WWchen komme, dann habe ich hier schon sehr viele Ärzte. Also sollte eigentlich... Ich glaube, mein Twitch-Chat besteht eigentlich nur aus Ärzten. Ist so mein Gefühl. Das sind alles Ärzte. Weil denselben Witz jetzt auch schon im Chat. Damit, ihr kennt meine Witze mittlerweile viel zu gut, Also, sobald wir Level 3 sind, können wir den gut anzünden. Fuck. Das ist ein absolutes Desaster, Liner. Oh mein Gott, das ist Game Losing. Fuck, what am I doing? Ich bin mit Rumble Level 2 gestorben, ich habe Ignite. Game ist also komplett over. Das Legend komplett over, die Lane jetzt. Fuck. Warum hat er da so viel Schaden gemacht? I don't understand. Warum hat er so viel Schaden da gemacht? Triple Kill. Okay, für mich ist zwar die Lane over. Aber wisst ihr, für wen die Lane nicht over ist? Für den Rest des Teams. Oh, Baby. Ja, für uns ist komplett Game Over. Wait, what? Chuck Quadra Kill? Chuck Quadra Kill? What? Chuck Quadra Kill? Wie zur Hölle kann die Chuck Quadra Kill machen? Weiß gar nicht, kann ich überhaupt noch lanen jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das ist nicht mehr lanebar, ne? Mini hat den Shutdown. Ne, ne, der Shutdown spawnt erst danach. Also der ist zum Glück noch aktiv. Das ist aber auch ziemlich gut für uns. Weil den muss jetzt irgendwer collecten, der ihn verwenden kann. Kisante ist so ein Champion, den verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Kisante ist auch so ein Champion, der macht einen, finde ich, richtig wütend immer. Das ist einfach so bescheuert, dass Riot so ein schlechtes, überladenes Scheißdesign rausgebracht hat. Absolut kriminell, was der darf, der Champ. Das ist so kriminell. Nice. Ein solcher Designfehler. Wir müssen, glaube ich, einfach hoffen, dass wir Level 6 erreichen, ohne dass er uns jetzt hier... Ich glaube, er kann mir ja einfach bonden, oder nicht? Der dive mir doch jetzt einfach. Ich glaube, ich bin tot. Ich will ein paar Minions wenigstens nehmen. Na, ich bin auf jeden Fall tot, ne? Okay. Das war dann nicht allzu viel Counterplay. Wow, nice one. Das ist so beautiful, wenn Akshan-Spieler so richtig geil diese seitlichen Schwings können. Oh.
두려움? 그게 뭔데? 날아올라라 요들 불사조! 추나 황호마! 그냥 지켜라 뭐라고! 나이스! 나 Okay, die ist wieder ein Shadow-Wert, die Kalista. Don't pay the ferryman. Wer weiß, wie der Ferryman heißt? Charon, oder? Ich glaube, es gibt in der Geschichte oder der Mythologie nicht mehr als einen Ferryman eigentlich. Rolf? Ne, Rolf war's glaube ich nicht. Actually, heißt der Rolf? Ich dachte immer, der heißt Charon, aber Rolf macht auch sehr viel Sinn. Okay. 아군이 당했습니다. Was da unten passiert, sieht echt nicht gut aus, Tuna Powerba. 아군이 당했습니다. Yikes. Oh, das G bedeutet, dass sie aufgegeben haben. Wer immer das G geschrieben haben, hat keine Lust mehr. Das ist universelle. Das ist bei der Spiel for Fate 15, ist das G. Okay. Nice. Das Game ist sehr schlecht von mir, muss man sagen. Ich glaube, das Matchup ist eigentlich auch nicht so schlecht für Rumble. Gerade im Early Game ist das, glaube ich, sogar ein Three-Win-Matchup. Schade, Mann. Und dann steht bereits 1 zu 8. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus unten für ein Double Fin Action. Ich hätte nicht gedacht, dass er da beide klügt, muss ehrlich sein. Stirbt hier tatsächlich. Und dann. Ja. Okay. Das ist huge. Hat es in der Tat sehr huge ist das. Halt. Ich sollte erst für Dämonen gehen in dem Game, ne? Nice, okay. Also, wir haben einen ultra fett Akshan, wir haben einen ultra fett Brand. Wir sind fucking useless auf Toplane und Botlane. Aber unsere Botlane scaled sehr gut. Mm-mm.
Okay, jetzt können wir auch nicht mehr schalten oben, weil jetzt hat er natürlich erstmal wieder die Big Boy Kisante Ult. Das heißt, und er ist 2 Level über mir, ist er auch schon. Nur zu klären, so gut wie es geht, ne? Wo ist der Herald? Ich habe Angst, gedived zu werden nach und nach. Das ist schön. Nicht. Oh, Solo-Killed, meine Damen und Herren. So und nicht anders. Wer Chorgi sucht, muss auch Chorgi Somino suchen. Und dann hatten wir ihn schon. Gefällt das ist er, glaube ich, auch noch, ne? Was macht der? Wenn du so viele Knöpfe hast wie dieser Champion, dann kann es schon mal sein, dass du die Kontrolle über deinen Körper verlierst, glaube ich. Nice. Schöner Ohm her. Das stimmt nicht. Unser Midlaner ist Level. Oh ja. Oh, wie schön der Axe schon getankt hat. Oh, war terrible. Ups. Ich dachte, das ist richtig gut, weil die dann killen, aber nope. Interessant zu wissen, wie knapp das war, dass er mich da über die Wand zieht, da, ne? Was? Ich stehe doch da ganz klar davor. Ich stand doch da davor, oder nicht? Oi, bruv. Er hat leider wieder TP. Das sieht sehr, sehr gut aus, was da in der Mitte passiert. Beweis auch da. Oh no, lass ich nicht mitnehmen von dem Bro. Mit hat der gesandte Ulti? Ja, der hat noch Ult, oder? Good job. Well done. Keiner schreibt mehr G gerade, das ist huge, Leute. Das ist huge. Ich hab kein G mehr gelesen. Nein, vielleicht auch nicht 1v1. Captain Useless, nein. Nicht Captain Useless. Aber die Kalissa wird green. Und ich flash dir einfach ins Gesicht, oder? Weil die sind alle top. Work. Okay, dann gehen wir wieder runter. Oh, das sieht sehr, sehr bad aus da oben. Jetzt könnte das G wieder kommen. Jetzt könnte actually sogar der Prophet Vote kommen, der erste. Wir werden Herald hier bekommen.
나를 누구라고 생각하는 거냐? Ich wünsche, dass keiner verfehlt wurde, instant. Big. So big. Let's fucking go, Leute. Let's fucking go, das ist wichtig. Unser erster richtig guter Move, was ein Equalizer. Dann haben wir auch schön die viele die Kalista da mal kurz verbraten. Du. Nice. Oh, da oben ist noch ein bisschen Action. Der Drake wäre halt huge, wenn wir den kriegen in 10. Aber die sind alle am Leben. Oh, don't die. Hat einfach keinen Ult. Das ist actually ein schwerer Fight, oder? Also wenn die den jetzt nicht in der Mitte catchen. Irgendwie. Ohne meine Ult bin ich schon moderat stark. Oh mein Gott, die Brandult. Alter. Okay, was ist das hier? Das war sehr, sehr schlecht, leider jetzt. Das ist ein Game, das wieder mal auf dem höchsten Level abperformt wird, ja. Muss man sagen. Beide Teams spielen hier top-notch. Keine Fehler zu erkennen. Die Vi wird jetzt unseren Red Buff Counter jungeln, wird dafür sterben. Natürlich. Ist nicht gestorben, allerdings. Okay. Turbo Schukeluke. Die Ahri ist actually sehr scary für mich, weil ich halt Nulle mehr hab. Wir können halt relativ leicht für den Nash gehen, ne? Aber ich vorsicht ohne Ult. Das ist auf jeden Fall Nash für die. Das könnte sogar Game sein. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass sie davor fehlten. Komm mal zurück hier. Jetzt sieht das Game wieder sehr gut aus für die Gegner. Natürlich, natürlich. Okay, wir müssen... Also ich glaube, der große Fehler ist, dass ich versuche, effizient zu spielen. Ich müsste Teil der Fiesta sein. Ich muss da mit rein, wisst ihr, einfach in den Fight. Ich darf nicht versuchen zu sidelane. Ich darf nicht versuchen, nachzudenken beim Spielen. Das ist der erste Fehler,
die man in Korea macht. Und das ist meistens dann auch der letzte Fehler, den du in Korea machst. Versuchen, mit Gehirn zu spielen. Nice, seht ihr? Ich bin bei Fiesta und schon passieren gute Dinge. Die weiß hinter uns auf jeden Fall. Wir wollen ihn nur zonen, ne? Okay. Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin sehr verwirrt in Korea manchmal. Jetzt, die Gegner machen richtig Big Play, kriegen Nash. What am I looking at? What am I looking at? What the fuck is happening? Es ist jedes Game sieht gleich aus. Die Gegner machen einen Big Play, dann machen wir einen Big Play, weil die Gegner komplett hinten, dann... Jetzt sind die wieder dran, jetzt werden die wieder einen Play machen, ja, als nächstes. Okay. Das sieht aus wie bei mir in Gold, ja, ja, ja. Ich glaube, das ist legit wie in Low Elo, bloß mit ein bisschen besseren Mechanics ist das. Das ist die Weit-Top-Lane. Aber warum? Okay, der Huge den Spinner. Ja, ich sollte weiter, ich sollte runter. Actually hat RTP, eigentlich sollte er runter. Was ist das für ein Itembild von dem Akshan? Yomu's Rapid Fire Collector? Ist das normal? Das sieht so komisch aus. Jetzt ist halt das Problem, jetzt bin ich Spotlane. Darf ich denn die Wave farmen? Weil das bedeutet ja, dass ich kurz nicht bei der Fiesta bin. Ist das überhaupt legitim? Ich weiß nicht, ob das legitim ist. Darf ich das? Weil es ist kein Objective Up. Das heißt, es gibt keinen Grund zu fighten. Für beide Seiten. Ich weiß nicht, ich fühle mich so, als würde ich trollen, wenn ich versuche zu farmen. Ich gehe mal wieder zum Team. Wieso bist du nicht Onside Cast Twitter von Lois Esports genannt? Weil ich kein Onside Caster bin. Ich habe getrollt davor mit dem Split-Push-Attempt, ne? Ich hätte... Also ich hatte da ein richtig schönes Opening gesehen, wo sie Melee in den Pike gerannt ist. Da war sehr stark, aber leider konnten wir es nicht nutzen, richtig. Leider konnten wir es nicht richtig nutzen. Ich meine, sie hat das ordentlich angetankt und so. Das war nicht schlecht, Das war wirklich nicht schlecht, wie sie das gelöst hat. Ajo, ajo. Man Void auf jeden Fall hier. Sind die Weiben hier so stark? Ajo.
Noch nicht Level 16, leider. Ich werde halt Brandjungle. Das wurde sehr gebufft, Brandjungle, ja. Was ist mit Nash hier? Hast du Arrow? Legit, ich habe keine Ahnung, was passiert. Gerade wirklich gewonnen? Warum geht die Kalista alleine farmen? Wir haben nicht gewonnen. Scheiße. Dann sollten wir aber National nehmen, wenigstens. Ich bin so perplex, was hier passiert. Warum würde die Kalista jemals solo farmen gehen da? Und dann läuft danach einfach das ganze Team noch rein. Das ist auch klar, ja? Warum? Weg ist gone. Und wir können wieder für einen Finisher-Tim gehen, halt. Okay. Du musst mehr Teil der Fiesta sein. Ja, das Gefühl habe ich auch. Alter, ich habe richtig dicke Beule am Kopf, wo ich heute in die Dings gelaufen bin. Das tut richtig weh, Au. Na, du, ne? Wow. Das ist bärenstark, ne? Kannst du bitte den Turret killen, Bro? Der committet voll auf mich, der Kisante. Mein Brand hört auf, den Turret zu hauen und geht 3 Schritte nach hinten. Die trollen doch. Ja, aber es trollen ja beide Seiten. Also es trollen ja wirklich beide Seiten. Das ist ja wirklich, also hier trollt ja wirklich jeder in dem Game. Wenn du mehr Trolls hast, du mehr Fights. Ja, wir müssen jetzt nur kurz warten, bis unser Brand respawnt und dann müssen wir einfach groupen und Ende machen. Please.
Don't fight. Vielleicht ist unser neuer Spruch für Korea nicht 5-5, sondern Please use brain. Cypher. Jetzt können die enden. Oder was? The fuck is happening? Mate! Das Game ist gewonnen! Aber... Ich glaube, wir nehmen Please Use Brain als neuen Catchphrase für Korea. Geben wir jetzt für Midlane 5 Mann Aram? Nee. Geben wir jetzt wirklich für 5 Mann Aram Mitte, weil wir nicht anders gewinnen können, oder was? Nein. Okay, der Pike. Okay, das sieht gut aus. Oder? Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber nicht wegen mir. Da habe ich komplett geintet. I did not use brain, guys. I did not, in fact, use brain. Der Action hat so hart gekillt. Bitte endet. Bitte endet. Oh, das war bad von mir, leider. Na, das ist Game. GG, well played. Die Ash wird hier nochmal sterben an der Weih. Maybe. Ah, dieser Server ist ein einziger Fiebertraum. Es ist unglaublich. Das ist wirklich ein einziger Fiebertraum. Ist schon cool. Nakshans Bild sieht broke aus. In dieser Fiesta auf jeden Fall, ja. Ich meine, der hat einfach Yomos und sonst, also so ein Mix aus Lethality und Crit gebaut. Ist Korea schlimmer als NA? Ja, Korea ist einfach, du kannst dir das vorstellen wie ein Kindergarten mit sehr hochbegabten Kindern. Und die paddeln sich praktisch permanent ins Gesicht. Das ist, was hier passiert. Die wird einfach permanent ins Gesicht gepaddelt. Mir tut mein Kopf richtig weh. Ich habe so eine krasse Wunde. Ich packe da mal ein bisschen Voltaren drauf. Das soll gegen die Schwellung helfen, ne? Tja. Ja, wir auch noch mal den Akshan. Der hat schon sehr, sehr hart gecarried. Ey, plus 3. Okay. Ab fürs nächste Jahr. Die sind echt sehr, sehr gut, muss man aber sagen. Also, die sind wirklich gut. Weil was ist passiert? Jetzt pass mal auf. Also jetzt will ich aber auch von euch wissen, ob ihr denkt, dass das Sabotage ist. Jetzt pass mal auf. Also, halt, das ist die falsche. Hier, ne? Paint. So, wir haben eine Küche. Und in der Küche ist praktisch so auf Kopfhöhe sind so Cabins, ne? Warum male ich das? Also es sind auf Kopfhöhe sind so Kabinen. Kann ich es aufmalen. Wartet. Also so vom Raumdesign, ne? Hier ist mein Raum. So. Und dann hier ist so ein Gang, das ist Agurins Raum, das ist Agurins Bad. Und dann hier ist so ein großes Wohnzimmer. Und hier ist die Küche praktisch. Und da geht's dann so rein. Dann musst du da so rum und dann rein. Und hier praktisch, hier oben sind so Cabins. Und einer von den beiden anderen Jungs, die in dem Raum sind, haben das einfach offen gelassen. Und dann bin ich in der Früh, bin ich da hingegangen. Und wollte halt meine Flaschen immer, bringe ich dann halt zurück. Und wollte halt danach losgehen zum Kaffee trinken. Und dann war diese Cabin offen und ich bin da volle Kanüle mit dem Kopf rein.
Ich bin voll dagegen gehauen. Dann bin ich erstmal hier so getorkelt und bin hier hingefallen. Ich bin legit auf den Boden gefallen, weil mir so schwindelig war erstmal. Dann habe ich so die Beine hochgestellt, habe da kurz gechillt und dann konnte ich wieder loslaufen. Es hat richtig krass wehgetan. Da hat echt richtig krass wehgetan. Ich habe Glück, dass das so mit der Stirn getankt wurde. Da. Ein Mordversuch, das war actually, also ich glaube, wenn du das an die Schläfe oder so kriegst, dann hast du richtig Probleme. Und danke an Turaxwaden, vielen lieben Dank für den Support. Wie schnell bist du denn dagegen? Ja, ich bin halt gesprintet, ich war auf dem Weg zum Kaffee. Ja. Du musst deinen Rüstungswert erhöhen. Ja, aber das kostet so viel Level. Bin ich jetzt 3 Games in Folge Top-Lane oder bilde ich mir das ein? Ist das unser 3. Game in Folge Top? Übelkeit. Jetzt gerade ist mir ein bisschen übel, ja. Also davor, vorne nicht. Aber jetzt gerade ist mir ein bisschen übel, muss ich sagen. Hattest du keine Stopwatch? Nee, leider nicht, ja. Was nehmen wir denn raus? Soll ich Akshan wenden? Nach den letzten Games? Wir wollen nicht gegen den spielen, oder? Du suchst Top First Roll, wirklich? Habe ich mich verklickt? Oh mein Gott, das erklärt, warum ich jedes Game. Ich wundere mich, warum ich jedes Game Doppel-Lane spielen muss. Das macht dann natürlich Sinn, ne? Mann, habe ich das denn aus... Ach, das ist wahrscheinlich noch von FlexQueue so eingestellt. Oh mein Gott, weil ich in FlexQueue Gnar gespielt habe als letztes. Oh no. Könnte eine kleine Concussion sein. Das ist aber was Gesundes, oder? Okay, so jetzt lass uns einmal ganz kurz schauen, was wir hier mitnehmen als nächstes. Vielleicht ist der Top der Weg zu Challenger. Nee. Wir sind Midlane Main. Wenn wir climben, dann climben wir mit Mitte auf diesem Kanal. Da stehe ich mit meinem Namen dafür. Mit anderen Rollen will ich nicht climben. Verdammte Kacke. The Bio. Ayo. Woo. Und was ist das Bio? Ist das so ein... Ist das Sumpf? Ist das nicht so ein Sumpf? So ein Hinterwäldler-Sumpf? Ein Bio? Ist er noch in Korea? Ja, bin ich noch in Korea. Bis nächste Woche Montag. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich das wie Agorin handhaben soll und verfrüht nach Hause fahren, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Was nehmen wir denn hier Feines? Jace? Oder einfach Gruggy hier? Lass uns noch eine Gruggy spielen. Ich mag diesen neuen Full AP Gruggy. Wait, was? Agorin fährt, heute fährt er. Der fährt jetzt eine Woche früher praktisch. Okay. Ich sehe mich auch wieder mit dem Emax hier, muss ich sagen. Ist das Ash Support gewesen? Ja, ne? Ash Support ist fein. Wieso fährt er früher? Nein, der hatte auch einen Mental Breakdown am Sonntag. Genau am selben Tag wie ich. Hat sie ihn auch erwischt. Am Ende hat er dann sogar Vayne Toplane gespielt, ist von Challenger 1100 RP nach 800 RP Grandmaster gefallen und hat einfach, also wollte dann nicht mehr. Machst du einen in Real-Life-Stream vom Worlds-Finale? Ich glaube, das darf ich nicht von da, aus der Venue, aber ich werde einen Vlog aufnehmen für euch. Genauso wie aus dem T1-Studio.
So, wir können das Jules-Video können wir jetzt ein bisschen weiter schauen, oder? Wir sind bei Minute 24, sind wir. Weiter geht's, Leute. Boah, dieser scheiß Kopf, Mann. Ich hab immer so Angst, wenn irgendwas mit dem Kopf ist. Weil als ich in der Schule war, ein guter Kollege von mir, der ist tatsächlich an Hirnblutung gestorben. Also in der Grundschule war das. So ein ganz junges Kind. Der hat einen Kopfball gemacht und dann ist er zu Hause, ich glaube am Kopfball lag es aber nicht, aber der ist zu Hause in der Badewanne, ist der mit dem Kopf aufgeschlagen. Und dann ist er über Nacht ist er an einer Hirnblutung gestorben. Das war eine absolute Tragödie, war das damals. Ja. Ein ganz junges Kind, so. Das ist einfach über Nacht, ist furchtbar war das. Absolut furchtbar. Und seit dieser Geschichte, egal, wenn das nur so ein kleines Ding am Kopf ist, ich habe so Angst um meinen Kopf. Es war ein Inter mit 06, das kommt aufs Game drauf an. Albtraum jeder Eltern, ich, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Es ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Die armen Eltern, ne? Jetzt sehen wir her. Kali oder Akshan? Das ist Akshan, Ben. Alter, was hast du nicht erlebt, No Way? Wie, was habe ich nicht erlebt? Ich habe viel nicht erlebt. Ich habe gleich ein Date. Irgendwelche Tipps? Erzähl ihr von deinem League of Legends Rang. Ladies lieben das. Das kann ich euch sagen. Also wenn ihr wirklich Frauen imponieren möchtet, vergesst die teuren Autos. Vergesst Charakter, sportlich sein. Vergesst Ruhm und Reichtum. Erzählt von eurem League Rank. So, das ist die Nummer 1. Wait. Groffel der Wolf hat einen Skin erhalten. Wait, what? Das war noch an? Ups. Welchen Skin willst du denn? Warte, du musst erstmal den Champ gleich sehen. Aber du hast es auf jeden Fall, Groffel. Du kannst das machen, aber ein Ivan-Spieler nicht. Doch, also ich meine, Eisen hat doch auch Klang. Eisen ist so ein seltener Sing. Danke an McDowage. Willkommen. Hey Schnitte, ich bin Emerald in League. Du hast sie, Bro. Du hast sie. Was nehmen wir denn jetzt hier fein? Das ist halt ein Yone-Engel? Eigentlich schon, ne? Sieht sehr nach einem Yone-Engel aus hier. Stellt euch das mal vor, ne? Szenario. Du, ne? Auf dem Weg in den Club. Du hast die Goldkette dabei und den Subwoofer auf deinem Mobility-Scooter angebracht, ne? Und du siehst da diese heiße Lady an der Bar. So, ich genug davon. Was nehmen wir denn jetzt hier? Ich glaube, das ist ein Ionenengel. Wait, die sollten eigentlich jetzt keine Skins aussuchen können, Ari. Kannst du das nochmal rückgängig machen, damit wir das später wieder einstellen können? Okay. Die haben schon einiges an CC, ne? Vielleicht an Flinching ganz gut hier. Ja, mach mal ein Ignite Gangplank. Ist auch nicht schlecht. Also gerade keiner. Nee, eigentlich nicht. Das ist erst für später. Danke an Eukalö. Oh mein Gott, ich bin einmal Akali nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Och, ich hasse alle da. Ich hasse. Dieser Champ ist so disgusting. Dieser Champ ist so unglaublich disgusting. Nein. Ja, danke dir, Ari. Sehr gut. Danke an Hinkenator für den Support. Willkommen, werter Hinkenator. Schön, dass Sie da sind.
einmal nicht gebannt. Fucking hell. Dein Champ ist jetzt nicht so viel besser. Ja, aber leider ist Akali sehr, sehr gut gegen Ion. Das ist das Problem. Das heißt, mein Ion ist schon nicht so gut und dann ist Akali noch gut gegen meinen Champion. Danke an Rennrape, willkommen. Aber welcher Elo fängt Hilo an? Das liegt im Auge des Betrachters, liegt es. Laut Riots Definition beginnt die Elite-Elo ab Diamond 2, glaube ich. Man kann einen Case dafür machen, dass es ab Platin oder Emerald ist, weil das dann so die Top 10% des Servers sind, das kann man auch sagen. Es gibt die Definition nach competitive relevanten Spielern. Dann redet man meistens von Grandmaster Plus. Equilibrium und Normalman, vielen lieben Dank. Oh. Warum tut mir denn jetzt mein Kopf so weh? Verdammte Scheiße, Mann. Okay, Fokus. Nicht die besten Voraussetzungen für einen langen Stream, leider. Das ist nice. Nein, das sehen wir sehr, sehr gerne unten allerdings. Komme Poppum. Absolute Katastrophen-Matchup hier, Leute. Die wird uns so hopsen die ganze Zeit. Den können wir kontaktieren, falls du plötzlich zusammenbrichst. Argurien am besten. Oder Jan. Ach. Mein noch ist mir nicht wirklich übel. Sobald es einem übel wird, muss man sich, glaube ich, Gedanken machen. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Jetzt ist alles Placebo hier. Okay. Dieses Matchup ist so disgusting, Mann. Ich bin einmal nicht Akali. Dann pick ich einen Melee und spiel gegen einen Akali-Spieler. What do you mean? Du kannst halt nichts machen in dem Matchup. Das ganze Game über ist das nur Pain. Wenn die Akali spielen kann einigermaßen. Scheiße. Die können von Brückchen gehen unten. Viel in der Mitte verloren und die Akali kriegt einen Kill geschenkt. Oh mein Gott, sogar noch einen. Oh, das ist. Uiuiui, das ist Game Over. Oh no, ich hätte da nicht. Uiuiui. Mal raus hier. Das war ein wilder Laufweg von dem Rumble, Alter.
Hey, hey. Bitte porten, dann sollten wir gleich nochmal basen. Gibt's irgendwas, was ich bauen kann, was das Matchup irgendwie spielbar macht? Gegen Akali? Ja, Witzen baut man nicht mehr, ne? Ich glaube, Witzen ist nicht mehr gut mittlerweile. Vielleicht Hextrinker oder so? Ja, das ist, also, wenn ihr gegen jemanden spielt, der grundlegende Kompetenzen auf Akali habt, ist das der härteste Counter im Spiel für Yone. Das ist nicht, das ist absolut unplayable, das Matchup. Was ist überhaupt ein schlechtes Matchup? Akali hardcountert praktisch alle Melee-Champions im Game. Weil sie halt sehr, sehr toxisches Trading-Pattern mit ihrer Wolke hat und ihren Qs. Nice. Den Ult. Im Töd wäre sie tot. Ja, du meinst in die andere Richtung. Ja, aber, also wenn sie... Ich meine, das ist halt sehr riskant, ne? Wenn sie nicht reindasht, bist du halt einfach tot dann. Wenn du wieder raus ultest aus dem Töd. Und die baitet das ja auch. Die will ja, dass du das machst. Also zumindest sah das für mich so aus, als würde sie es wollen. Vielleicht wollte sie es nicht, aber es sah für mich zumindest sehr danach aus. Okay. Wir können direkt nach oben roamen hier. Hat er das schon, ne? Nice. Game sehr winnable. Sehr, 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 sehr winnable. Can win, can win, can win, guys. Okay. Viel risky von mir, da nochmal hinzugehen, leider. Okay, das war aber actually keiner Q, der erweitert. Ja, nicht schlecht. Weil jetzt ganz viel Glück haben, killen die den sogar unten. Wir haben jetzt eine Menge. Also, jetzt haben wir actually guten Stuff. Well played. Okay. Nicht schlecht. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt Kraken und dann gehen wir einfach Hullbreaker. Und dann sollten wir tanky genug sein, oder? Hat Kato sich eigentlich gemeldet wegen dem Angebot? Hat er ja. Ich bin im Austausch mit ihm, aber er wird wahrscheinlich eine bessere Location bekommen. Vielleicht sogar direkt vor Ort streamen dürfen, aber ich bin im Austausch mit ihm.
Und als Notfalllösung hat er jetzt mein Setup dann, falls er braucht. Ich kann ihm auch eine bessere Kamera noch organisieren. Ich kann die einfach die von Isa joinken. Genau. Aber er wird einen Boof bekommen in der Arena selber nach aktuellem Stand. Kali kommt, ich komm auch. Ja. Schade, Mann. Schade. Mitte her. Oh, ich hätte einfach. Ich glaube, wenn ich einfach auf der Kali drauf geblieben wäre, wäre viel besser gewesen, ne? Schwerer zu spielen als Yasuo? Ne, viel leichter. Yone ist so ein bisschen Yasuo mit Stützrädern, würde ich ihn beschreiben. Ich kann jetzt hier auch reinpushen währenddessen. Na trotzdem, ich meine, also Yasuo, also Yone ist jetzt auch nicht so einfach, ne, ehrlicherweise. Diese Champions, diese Art von Champions sind immer schwierig, würde ich behaupten. Wir ziehen hier sogar durch für den Turret, ne? Das ist so wertvoll, den Tier 1 Turret zu kriegen. Ich hätte einfach All-In sollen. Vielleicht hätte ich sie sogar killen können dann. Mit dem Ash Arrow. Mist. Ist Hullbreaker hier richtig oder nicht? Und mit was startet man bei Hullbreaker? Er hat oben auch für den Turret. Beide für den Greed für die Turrets gestorben. Das ist eine ähnliche Use. Ja, genau, das ist, was ich meinte. Ich hätte einfach All-In gehen. Ich wollte nicht E usen, weil dann bin ich committed, weißt du? Ich dachte, ich kann weglaufen am Anfang, was ein Riesenfehler war. Ah. Nice. Spekulatives Kaiserplay da. Ich muss hier flashen, wenn das hat. Nice. Ich muss sagen, Yone fühlt sich echt gut an in diesen Fiesta Games. Deswegen spielen die den wahrscheinlich auch so viel. Du kriegst halt so viele random Kills und Plays in Korea.
Mit den ganzen Soft-Intern. Deswegen ist wahrscheinlich auch Zillas so gut hier. Und Yasuo. Und Akali und all diese Champions. Kann die Ult unterbrochen werden von. Von Yon, meinst du? Nee. Die macht dich unstoppable, die Ult. Sieht ja auch wieder nicht so schlecht aus, das Game, ne? Potenzia. Wir haben jetzt genug für Hullbreaker. Dann sollten wir ein richtiger Big Boy sein. Bisschen Angst, deswegen wollen wir da mal. Jetzt können wir als nächstes einfach Infinity Edge gehen, oder für was gehen wir hier? Der GP spielt einen auf. Ja, vor allem das Matchup ist echt hart, ey. Also, dass der dich schon zwei, dreimal solo killt hat, jetzt ist incredible. Warst du letzte Nacht Offstream in der Mine? Ja, ich spiele aktuell relativ viel Offstream Minecraft tatsächlich. Einfach für mich so ein bisschen zum Erholen, zum Chillen. Ich spiele relativ viel. Nice. Okay, wieder restricten gehen. Actually, wir können Mitte noch kurz für den Catch auf den Russ gehen, sogar. Der spielt bis jetzt sehr, sehr aggressiv, der Kerl. So, hier leider nicht sowieso aussieht. Da wäre er. Es fühlt sich schon gut an, muss ich sagen. Es fühlt sich wirklich gut an. Aber ich kann ja Yon nicht mal richtig spielen, aber. Das ist, du wirst halt einfach so random fett in Korea. Und das können natürlich solche Champions wesentlich besser wie meine anderen. Wir könnten hier auch Frostfire gehen, oder? Wir haben so viel Damage im Team. Einfach ein bisschen tanky. Dieses Gauntlet-Teil. Gibt's da nicht irgend so ein Bild mit dem Iceborne-Gauntlet oder so? Oh Gott, wie findet man das? Wie baut man das? Wie baut man Iceborne-Gauntlet? Ja. Ich glaube, das ist actually gut. Ein bisschen tanky gehen. Was ist das für ein Arrow? What the fuck? Was ist das denn für ein Arrow? Oh Mann, da war ja niemand überhaupt nur in dem Bereich, wo der ihn gearrowt hat. Okay.
Das kann, also das ist wirklich, das fühlt sich an, als würde man das Game absolut im Easy-Mode spielen mit Jon. Ich spiele so schlecht auf dem Champ, ne? Aber es ist einfach völlig egal, dass ich den nicht kann. Weil du bist halt, also das ist halt einfach so einfach. Vielleicht sind die Champs jetzt echt, vielleicht sollte man viel mehr so Fiesta-Champs spielen. Vielleicht mache ich es mir selber schwer mit den Control-Mages. Vielleicht hätte ich wirklich einfach Zillas spielen sollen und Akshan und Jon. Wir haben jetzt zwei Games Jon gespielt und das waren wirklich die leichtesten Games, die ich bis jetzt gespielt habe in Korea. Und Jons Skill dazu noch einsehen, das finde ich ist nicht richtig. Ich finde Jons Skill nicht so gut. Also das Late Game mit Jon ist schon schwer. Ich meine, das Game ist auch noch lang nicht gewonnen, ne? Muss man auch sagen. Schade. Wenn ich die Ult richtig gepuffert hätte, wäre er tot gewesen. Und dann unten schnell töten. Komme dann mal dazu, nicht wahr? Noch was wegen Nash. Wow, insane von ihr gespielt, mechanisch, da echt gut von der Irelia, holy shit, Und natürlich auch sehr schlecht von mir, ne? Keine Frage. Hier Nash bekommen. Wir können auch Richtung GA gehen, oder? Kurz. Ich glaube, GA ist actually kinda nice. Und dann Schildbo später. Sollte man mit Hullbreaker nicht einfach Side pushen? In der Regel schon. Das Problem ist, in Korea darfst du nicht so viel Side lane, wie du möchtest. Weil in Korea, wenn du Side lanest, dann intet dein Team und du verlierst das Game. Du musst immer strategisch groupen. Das ist so ein bisschen... Kennst du diese NA-Arameter? So kannst du dir das Korea vorstellen. Das ist echt... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese zwei Jon-Games waren die leichtesten Games, die wir bis jetzt in Korea hatten. Das ist einfach, du bist so ein Fiesta-König mit diesem Champion. Wenn man den noch üben könnte. Und jetzt? Die Kissen mit, Bro. Also. Oh mein Gott, ich hätte fast nochmal Dings gehabt. Ich hätte die so leicht killen können, wenn ich nicht bad bin. Ich hätte die so leicht killen können. Mann! Ich bin einfach nicht gut. Oh. Einfach nicht gut, leider. Ist das ärgerlich. Wenn dann Jon, also wenn man den Champion spielen könnte, ne, ist er so free. Ha.
Ein Ion für Mitte innen. Na gut, ich war 700 Gold Shutdown wert. Das war ein Riesenfehler. Und es gibt auch keinen Grund für mich da zu sterben, weißt du? Das ist einfach bad, ist das. Das ist wirklich, das ist einfach bad. Klar, manchmal ist es worth, sein Leben zu traden für einen Kill, aber in der Situation musst du einfach nicht sterben. Du musst halt nicht sterben. Es gibt keinen Grund dafür. Ja, den Kill bekomme ich, glaube, der Varus leider. Mit dem Hütchen am Ende. Ja, der Varus. Gewinne ich gegen die Irelia? Nee, ne? Mal schauen. Oh, das Anime-Battle! Ich tauche unter der Ulti durch! Let's go! Nice. Hey, Oliver. Vielen, vielen Dank dir, Oliver. Schön, dass du mit dabei bist, Chevy. Schauen wir den Tier 2 hier nehmen können. Der Drake wäre auch sehr nice. Was ist das hier? Mate, welcher Tag ist heute? Oh, bitte sag mir, heute ist nicht wieder Patch Day in Korea. Das würde uns einen richtigen Strich durch die Rechnung machen. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wait, ist heute Patch Day in Korea? Hoffentlich nicht, Das ist immer so lästig, weil dann kannst du die ganze. Dann kann ich immer nicht leak daddeln. Dann hätten wir nur bis 4 Uhr nachts bei mir. Das ist 20 Uhr bei euch. Ein komplettes Item. Da steht fast 2 komplette Items, ne? Würdet ihr jetzt BT gehen als letztes, um 100% Crit zu haben? Ja, ne? Ich glaube, das ist zu stark. Nächste Woche Freitag ist... Ne, leider in Korea ist einmal pro Woche Server-Maintenance. Das heißt, wir werden heute nicht durchspielen können, leider. Das war actually kinda gut, ne? Möchte ich mal erwähnen. Das ist irgendwie mal komplett shit, Oh oh. Oh oh. Wait, is that game? Alter! God damn! God damn, guys! Der GP ist keiner gut, Oh, der ist auch toll, ja, wir können einfach nashen, by the way. Warum chase ihr da? What? Diese Botlane von uns, die spielen so terrible. Das ist echt crazy. Mein Gott. Oh, wenn sie das nächste W noch trifft, ist huge. Hier, schau mir. Na, na, na,
Nein! Na, enden? 1-3-3-9. Let's fucking go. Wäre sehr, 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 sehr awkward gewesen, wenn wir vorhin verloren hätten. Das ist so stupid. Das ist so Bullshit. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich stehe 14-3. Wenn ich das vergleiche, wie ich am Rhein strugglen bin mit meinen Control Mages. Leck, das ist alles so geschenkt hier. Weil du bist einfach so Fiesta-ready, Mission. Du bist halt so Fiesta-ready. Ist das krasse. Eieiei. Den GP-Moment nochmal im Replay anschauen. Können wir gerne machen, ja. Aber, also, der hat praktisch die Akali mit einem Dot und Collector gekillt. Dann hat er eine schöne Zwei-Mann-Barrel-Kombo, während der Jarvan ihn gecaged hat. Und die wollten halt ihn hitten, ne? Aber der hat sehr krass gespielt. Der hat sehr, 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 sehr krass gespielt, der Gangplank. Ion Main Detected, das ist halt so cool, weil du kannst einfach dein Gehirn ausschalten mit Ion. Und du segelst einfach rein und wenn böse ist, dann machst du einfach dein E und bist wieder zurück. Das ist schon sehr, sehr lustig zu spielen. Ist das noch A bis Z? Nee, nee, das ist Solo-Queue ist das. Das ist Solo-Queue. So, wo war denn das GP-Play? Irgendwo da hinten, ne? Das war so bad von mir, Da habe ich mir wirklich alles gebrochen. Schaut nicht auf mich, schaut nicht auf mich, schaut nur auf den GP. Ne, guter Flash von ihm, zieht sie damit den Turret, der Auto-Attack reicht hier. Weil sie hat Ignite drauf und seine Passive, das heißt der Collected hier. Und jetzt, die müssen natürlich versuchen ihn zu hitten, während der Jarvan ihn kombot. Und dann kriegt er hier das... Oh Gott, das ist so beautiful. Und dann kann er da, da läuft er ein bisschen zu viel rum, sonst hätte er ein Auto mehr gekriegt. Und es ist extrem knapp, dass der collected wird tatsächlich da. Das ist auch extrem knapp. Der Collector. Wait, hat der überhaupt Collector? Der hätte doch collected werden müssen, oder? Er hat Collector. Wait, what? 200 Leben von 3000 HP? Ah, ne, halt. Und dann sniped ihn die Ash da oben noch, eh? Beautiful play. Da können wir noch die Ash-Ult können wir noch einmal schauen. Gehen wir nochmal in die Ash-Hype-Cam. Nee, 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 nee. Das, er hat 3000 HP, das heißt, Collector reicht noch nicht. Er müsste 150 müsste haben. Ja, ja, ja. Kameramann am Lenken. Ja, das ist gar nicht so leicht, da so eine smooth Kamerafahrt zu machen, muss ich sagen. Das ist nicht so einfach. Was hat die Ash für ein Bild? Oh, das hast du es gerade gesehen? Ich habe kurz auf Items geklickt. Wahrscheinlich ein Standard-High-Ability-Ace-Bild, wo du die ganze Zeit die Ulti spammen kannst dann. Wann bist du bei der LEC der neue Spectator? Du, ich glaube, die haben bessere Leute, muss ich dir sagen. Ich glaube, die haben ein bisschen bessere Leute da. So, wir haben wieder... Oh nein, nicht das Prior OTP. Der ist so vogelwild. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Flippity-Flop-Champion, wenn wir das Prior OTP haben. Da musst du... Du musst extrem hart Flippe dienen können, weil ansonsten rennt der komplett runter, der Kerl. So. Ion, bis wir verlieren. Dafür brauchen wir AP-Damage hier von anderen Quellen. Dann können wir Ion spielen. Ah, vielleicht flippen wir mit Zillas rein. Mal schauen. Zum Beispiel hier, wenn die jetzt Amumu picken, ist Zillas schon sehr stark. Zum Beispiel. Fiddle ist Zillas auch schon sehr stark, ja. Die Kante, jawohl.
Ich muss unbedingt auf die Toilette ganz kurz flitzen, ne? Huiuiui. Du musst ihn enablen und reingehen oder supporten. Ja, ja, wir brauchen also einen Flippity-Flop-Champion, aber wir brauchen Heavy AP hier leider. Das heißt, tatsächlich ist Sillas nicht gut genug, oder? Macht Sillas hier genug AP-Damage? Wir haben auch nur eine gute Ult. Ich glaube, das ist nicht gut. Auch Ahri ist nicht. Ich glaube, wir müssen hier Uri picken. Oder Syndra halt. Lass uns Syndra picken. Das ist nicht, was ich möchte, weil das kein guter Flippity-Flop ist, aber Syndra ist im Early einigermaßen aktiv. Und Sillas ist nicht genug hier, leider. Sillas ist nicht genug. Ich meine, Sillas wäre vielleicht... ich bin ganz kurz auf der Toilette. Mal schauen. Nee, halt, ich muss erst noch aufs Matchup warten. Und dann kann ich kurz auf die Toilette flitzen. Fizz, nee, eine Assassine macht hier nicht genug Magic Damage in dem Draft. Jetzt können die Sillas nehmen. Sheet. Oh, ja, so. Sheet. Nice. Gleich wieder da. So. Dann wollen wir doch mal hier. Wir spielen gegen Yasuo. Und R7 Wasted Potential auf der Toplane. Aha. Der gute alte Wasted Potential. Mal kurz hier Szene wechseln. Aber wann beginnt das A bis Z? Sobald ich Lust habe. Also, ich mache normalerweise, also ich glaube jetzt, wir machen Tryhard Games bis zum ersten Lose. Und dann, dann machen wir A bis Z, würde ich jetzt für heute sagen, oder? Tipps gegen Yasuo. Yasuo hat eine extrem broken Lane. Das heißt, du versuchst ihn zu neutralisieren, nicht zu sterben und keine zu schlechten Trades im Early zu nehmen. Und dann später in Skirmishes kannst du was gegen ihn machen. Also jetzt hier, wir wollen einfach defensiv sein. Und einfach nur farmen und skalieren. Hat er jetzt zwei Accounts? Nee, das ist derselbe Account, das hat. Na, schade. Na, also ihr könnt gar nichts machen gegen Yasuo. Ihr versteht halt einfach hinten. Das ist auch, ihr wollt nicht, ich habe einen großen Fehler gemacht hier. Ihr wollt nicht die Waves pushen. Aber zum Glück hat er jetzt den Push übernommen. Aber ihr wollt halt nicht die Waves pushen, sondern ihr wollt das eher pushen, ne? Kurz den Minion mitnehmen. Einfach die ganze Zeit ihn pushen lassen. Defensiv farmen. Wenn ihr am Turret-Nähe seid, kann er euch nicht so einfach all-innen. Schade. Jetzt könnt ihr für so kleine, wenn ihr es schafft, dass die Wave bei euch am Turret ist, dann könnt ihr die ganze Zeit für so kleine Pokédies auf den Yasuo gehen. Und jetzt zum Beispiel ist die Wave sehr ungünstig. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir ihn dazu kriegen, sie zu pushen. Sehr gut. Bisschen poken. So, jetzt. Ihr könnt dann immer so drei Ranged Minions hier so halten.
Und dann könnt ihr die. So setzt ihr einen Freeze auf. Das heißt, er muss jetzt erst den Freeze hier lösen. Davor kann er uns nicht angehen. Ja, wir wollen auch nicht so viel Damage an der Wave machen. Wir wollen ja wirklich schauen, dass wir die so langsam wie möglich pushen, beziehungsweise in unserem Sektor halten. Schade. Ich dachte, der ist schon mal zurück. Wir wollten immer so ein bisschen gegenfighten mit der Wave, damit die im besten Fall halt nicht ganz in euren Turret geht. Etwa so. Na, und dann immer die drei extra Ranged Minions halten, weil er dann immer das Problem hat, dass er euch nicht all-innen kann. Jetzt zu viel Schaden genommen, leider, und die Wave ist trotzdem neutralisiert, aber wir können auch Wesen für Chapter hier. Er wird einfach hart pushen, so. Das war bad. Jetzt habe ich sehr viel CS verloren, leider. Okay, wir haben mal super duper hart losing top. Botlane läuft auch nicht. Ja, das Game sieht schon wieder sehr schwer aus. Das sieht wirklich extrem schwer aus. Vor allem, weil die Piddle Gangs erst kommen. Und diese zwei Hütchen sind auch sehr schlecht. Das bedeutet, dass der schon aufgegeben hat. Wir haben jetzt hier ein Roam-Zeitfenster, das wir uns mit TP kaufen, bevor wir da wieder defensiv spielen müssen gegen den. Nice. Let's see. Wow, so bad. Wenn sie einfach ein Auto machte. Wenn sie einfach den Auto macht. Oben, das war sehr, sehr stark jetzt von unserem Gesandte. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das war sehr stark. Schade, zu viel gefightet. Ne, jetzt bin ich in Gefahr hier. Müssen wir erstmal ein bisschen Tempo rausnehmen. Ah, Yasuo, ne? Ja, unser Upgrade, wichtig. Der Fidel-Stix wird halt gleich schon 6 sein, befürchte ich leider. Auch da, wir wollen nicht die Wave zu viel hauen, ne? Sondern wir wollen halt, dass die weiter zu uns kommt. Oh my goodness. Uiuiui. Wir haben auch, also der Fiddle hat auf jeden Fall Ulti. Hier war jetzt immer hinten. Ziemlich genau even mit ihm. Gegen diese Champions spielen ist einfach so tiltend, finde ich, ne? Also gegen Yasuo und Yone. Ja.
Yes. Unter mir sein mit der Ult. Da hätte er mich wahrscheinlich sogar ulten können. Ich muss ein bisschen defensiver noch spielen. Wir sind, also wir schlagen uns schon ziemlich gut. Schade. Der Damage wäre in der zweiten Kombo gewesen. Damn, sehr, sehr stark gespielt von der Briar. Da ist die Fidel-Ult unten. Er hat vielleicht die Insel sogar. Oh nee, gar nicht mal. Das war ein sehr smarter Drain von ihm, dass er den durchgezogen hat. Mit hat beide Summons benutzt für den Kill. That's nice. Okay, das ist nicht so cool. Aber ist gut für die Briar, nehme ich an. Aber nicht hinter dem Turm. Hinter dem Turm bin ich immer tot. Vielleicht auch ohne Flash. Wenn ich so wie ich flashe, dann muss er immer flashen. Und da ist mein Jungler halt. Also besteht die Chance für einen Trade-Kill. Nice again, very nice. Der Fidel war immer noch unten. Der wollte da sogar, ne? Gegen Jessel spielen, das ist schon sehr anstrengend, muss ich sagen, was wir hier machen müssen gerade. Ja, mit dem Wettling an Andres und der ist relativ low. Mit einem Bot, keine Ahnung, wo der gerade hin ist. Wahrscheinlich einfach gebased, ne? Schön von der Briar, sehr, sehr schön. Ich hoffe, der Fiddle hat keine Ult für Mitte hier. Wir könnten natürlich trotzdem auch Harold nehmen. Ich glaube, wir checken den kurz, oder? Wenn wir den da killen würden, wäre huge. Ich dir noch geklaut hätte. Das wäre so cool gewesen, wenn ich das noch geschafft hätte. Die können damit Harold gleich killen. Der Fiddle könnte auch von hier nach drüben kommen, wenn er sauber ist von dem Kill gerade. Oder sogar von da kann er auch kommen.
Yes. Aber der wird wahrscheinlich direkt einfach Bot laufen für den Herald, ne? Gehen wir mal zurück. Nächstes Item wird wahrscheinlich Grossmeg oder Sonjas, ja? Die sind beide sehr, sehr gut für uns. Gutes Game bis jetzt, ne? Stark, sehr gut. Das ist huge. Darf ich Sales oder Nachsturm? So ärgerlich, dass ich muss halt irgendwie seine Wall bekommen, bevor ich ulten kann, ne? Das war so gut und ich verliere trotzdem. Ist das frech, ich hab den so... Ich meine, sein Flash war gut, versteh mich nicht falsch. Da war ein sehr guter Flash. Aber das ist so eine Frechheit, dass er das gewinnt. Der wurde so outplayed. Der wurde so krass outplayed. Und hat die Ulti nicht gekillt, die hat noch nicht execute, aber. Ah. Oh, nice. Huge potentially. Schau. Der Drake hier ist sehr wichtig. Ja, aber das ist schon, also ich. Das ist schon gemein, ey, dass er das gewinnen darf. Oh. Das will ich nicht überleben. Nice. Oh, das wäre cool gewesen, wenn er den killt. Nice, schöner Catch da. Der Syndra-Bild ist wild. Das ist der Nemesis-Syndra-Bild, ist das. Oh! Hier den Weg. Okay, okay. War nicht so gut. Oh nein. Was war das denn? Haranka, he! Auf dem Papier sind wir da sehr viel stärker als die, aber wir nutzen das irgendwie nicht so. Das ist das Upgrade. Okay.
Also die Fiona auf der Sideline ist auf jeden Fall problematisch. Wir sind sehr, sehr gut am Sticken hier. Nein, jetzt hätte ich dich gebraucht. Oh, zum Glück, ey. Ich darf hier nicht boarden, sondern ich muss hier einmal hin. Man Herald. Und dann kann ich TP'en. Ich kann nach hier TP'en, ich kann dann da TP'en. Ich sollte über die TP'en. So, jetzt haben wir unser Cosmic Drive. Wer will das denn, Fuchs? Wir können actually einfach National. Scheiße. Können wir einfach National, oder? Ich weiß nicht, können wir? Können wir nicht. Können wir? Bad, I think. Geh nach oben. Okay. Ich bin jetzt schon ascended. Ich bin so fucking massiv, ey. Ich bin so fett. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy, wie fit wir sind in dem Game. Wir können jetzt Rabadons gehen und dann Sonyas und die Map brennt für die Gegner. Zu dem Zeitpunkt können wir jeden Bond tappen. Eine Berührung sollte rein. Der ist auch schon. Ist der schon tot oder braucht er wieder? Da geht eh hin. Dann lass uns Mitte für ein Opening schauen. Wir müssen auf Viertel Ult natürlich achten. Ne? Oh, close. Sehr risky, ne? Movement Speed kickt. Die hat keine Sums, oder? Ist das wohl? Potential. Ist alles da. Auch noch mit. Da war actually ein bärenstarkes Game. Let's fucking go. Voll gut. Let's fucking go, Leute. God damn. Die Carry Pants hier. Da kriegen wir sogar die Honor rein in Korea. Okay. Okay, I see you. Wer immer das ist und wer immer du bist. Let's fucking go. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna try.